Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Im heutigen Video möchte ich dich gerne mitnehmen bei einem Familienalltagsvideo. Ich zeige dir, wie ich heute früh die Morgenroutine bewältigt habe. Außerdem nehme ich dich auch noch mit zum Einkaufen. Dann zeige ich dir noch, wie ich den Haushalt weiter fortführe. Da wir heute Nachmittag auch noch Besuch erwarten, muss das alles so ein bisschen ordentlicher werden. Und außerdem zeige ich dir auch noch, wie ich das Essen für den Besuch vorbereite. Also sollten dich diese Themen interessieren, freue ich mich auf jeden Fall, wenn du dranbleibst. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, kannst du das gerne mit Hilfe von einem Abo, ein Däumchen oder einem Kommentar machen. Ich bedanke mich und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Heute habe ich mir so einiges vorgenommen und damit ich erstmal richtig wach werde, habe ich mir erstmal Kaffee aufgesetzt. Ich habe gestern Abend zum Glück die Abendroutine halbwegs gut über die Bühne gebracht. Das heißt, es ist jetzt in der Morgenroutine nicht allzu viel zu tun. Es ist überschaubar, sage ich mal. Außerdem habe ich gestern Abend auch schon die Kleidung der Kinder für den heutigen Tag rausgelegt gehabt, sowie auch meine eigene. Und das heißt, das Anziehen und Fertigmachen ging heute früh auch relativ schnell. Die Kinder haben jetzt schon fast fertig gefrühstückt und können jetzt noch mal eine Runde spielen gehen. Wir haben noch etwas Zeit, bevor es losgeht. Und ich widme mich in der Zeit schon mal um die ersten Aufgaben in meiner Morgenroutine, jetzt hier in der Küche. Als erstes bereinige ich natürlich die ganzen Sachen vom Frühstück. Wie ihr gesehen habt, stehen da aber auch noch Sachen auf der Arbeitsfläche, die dazugekommen sind. Die Spülmaschine ist ja gestern Abend gelaufen und um die Spülmaschine kümmere ich mich dann auch als nächstes. Also ich räume morgens immer in der Morgenroutine meine Spülmaschine aus, sodass ich dann halt den Tag über die Spülmaschine beladen kann. Und wie ihr seht, da stehen ja schon jetzt auch die ersten Teile an Geschirr, die halt auch darauf warten, in die Spülmaschine geräumt zu werden. Und so kann ich dann halt so diesen Kreislauf des Geschirrs am Laufen halten, so dass sich halt nicht irgendwie Geschirr über den Tag auf den Arbeitsflächen stapelt. Nach wenigen Minuten und Handgriffen ist die Spülmaschine einmal aus- und eingeräumt und ich mache mich mit den Kindern auf den Weg zur Kita. Sie freuen sich schon richtig und ich gehe im Anschluss auch noch zum türkischen Supermarkt, denn ich habe noch einige Einkäufe zu erledigen. Einmal muss ich ein paar Dinge kaufen, die ich heute fürs Abendessen benötige, aber ich kaufe auch gerne hier schon mal so ein paar Vorräte ein, vor allem was jetzt so Gemüse und Kräuter betrifft, oder auch Fleisch kaufe ich gerne hier von der Fleischtheke. Ja, ich habe alles bekommen, was ich gesucht habe und verlade jetzt die Einkäufe ins Auto und fahre nach Hause. Zu Hause angekommen, räume ich natürlich erstmal alles aus und kümmere mich vor allem als erstes um das Fleisch, um die Sachen schon mal in Portionen abzupacken, die ich dann einfriere. Hier habe ich zum Beispiel Hähnchenbrust, die ich extra klein schneide, falls ich dann mal irgendwie was mit Geschnetzeltem oder Ähnlichem machen möchte, dass das schon sozusagen vorgeschnitten ist und dann einfach nur schnell aufgetaut werden muss. Also gewisse Sachen, ja, bereite ich schon so vor, dass es einfach dann auch mit dem Auftauen und so weiter etwas schneller geht und dass ich dann vor allem auch mir dann die Arbeit im Anschluss sparen kann. Ich schneide auch immer gerne so diese ganzen Sehnen und Fettgeschichten und sowas raus aus dem Fleisch und friere das Ganze dann ein. Dazu mache ich das Ganze natürlich, das ganze Päckchen auch ganz flach, dass es halt auch schneller auftaut. Dann habe ich hier noch so kleine Hähnchenkeulen, auch die sind jetzt sozusagen für eine Portion zusammengepackt und auch die friere ich so ein. Und zu guter Letzt noch Hackfleisch. Und hier habe ich mir angewöhnt, also nicht nur, dass ich das halt flach mache, sondern dass ich da auch noch so eine Kerbe reinbringe, einteile sozusagen, dass falls ich mal doch weniger als so ein Päckchen Hackfleisch brauche, dass ich dann halt nur die Hälfte sozusagen abtrennen kann und auftauen muss und nicht halt das ganze Päckchen. Hier habe ich auch noch etwas Kalbsgeschnetzeltes und auch das wird jetzt noch verräumt. Die Sachen kommen weg
und dann bin ich erstmal mit dem Verpacken des Fleischs fertig. Dann geht es an die Petersilie und diese hacken wir immer direkt auch, also wir reinigen sie natürlich, wir waschen sie und dann hacken wir die auch schon direkt portionsfertig und frieren diese dann halt auch gerne ein, damit die wir dann halt immer so griffbereit zum Kochen und so direkt halt ja frische Petersilie in Anführungsstriche halt da haben. Ja, im Anschluss mache ich jetzt noch einmal schnell die Arbeitsflächen sauber, räume noch ein bisschen so das ein oder andere weg, was da halt rumsteht. Außerdem wasche ich jetzt noch mal gründlich die Küchenspüle ab, vor allem wenn ich jetzt natürlich auch so mit Hähnchen und sowas rumhantiert habe, ist es mir dann noch mal besonders wichtig, dass die Küchenspüle ordentlich gereinigt wird. Aber auch natürlich, weil wir heute Besuch empfangen und dann finde ich halt immer es ganz wichtig, dass die Küchenspüle sauber ist, weil wenn man als Besucher in eine Küche kommt, dann ist sozusagen die Küchenspüle so ein bisschen sowas wie die Visitenkarte und sagt halt immer so ganz viel unterbewusst aus über die Hygiene in der Küche. Also ich weiß, das ist zwar Quatsch, weil man kocht ja jetzt nicht in der Küchenspüle selber, aber ihr wisst, wenn die Küchenspüle sauber ist, dann wirkt die ganze Küche auch direkt hygienisch sauber. Ja, und deswegen kümmere ich mich auch darum und wische jetzt einfach nochmal alles lang. Und dann geht's für mich ins Wohnzimmer und da muss ich jetzt noch die Wäsche abhängen. Ja, wir haben ja auch einen Trockner, wie ihr wisst. Den benutzen wir mal ja, mal nein. In letzter Zeit sind gerade so bei den Kinderkleidern doch einiges eingelaufen. Deswegen im Moment versuche ich so ein bisschen weniger zu trocknen tatsächlich mit dem Trockner. Und ja, der Wäscheständer wandert bei uns. Also ich hatte den teilweise auch auf dem Balkon. Unser Balkon ist leider nicht überdacht. Das heißt, es regnet leider rein. Und da wir ja jetzt seit Wochen Regen haben, ja, hänge ich jetzt die Wäsche im Moment im Wohnzimmer auf. Also genug Platz haben wir ja. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil dann duftet wenigstens das Wohnzimmer auch direkt so ein bisschen nach Weichspüler und so. Ja, als nächstes mache ich hier noch schnell eine Raumrettung. Das heißt, ich putze jetzt nochmal schnell die Tische ab. Habe jetzt auch noch alle Sachen, die jetzt nicht ins Wohnzimmer gehören, verräumt. Hier benutze ich wieder mal mein altbewährtes Fensterputztuch. Ist verlinkt in der Infobox, das kennt ihr. Und dann geht es auch schon weiter an den Rest meiner Morgenroutine. Und zwar kümmere ich mich jetzt hier noch darum, dass ich jetzt die Wäsche, die ich gerade abgehangen habe, auch noch verräume. Lüfte natürlich auch nebenbei ein bisschen und muss natürlich auch noch die Betten machen. Ja, als nächstes gehe ich dann ins Kinderzimmer und kümmere mich hier auch nochmal ums Betten machen. Das ist ja auch ein Punkt in der Morgenroutine. Und dann auch noch um die Raumrettung. Wie gesagt, wir bekommen heute noch Besuch. Ansonsten hat jetzt das Kinderzimmer für mich nicht die oberste Priorität. Also wenn mal wirklich so sehr viel auf dem Plan steht, dann ist das Kinderzimmer jetzt für mich nicht das, was ich zwingend auf Null bringen muss, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit und möchte halt die paar Minuten dafür nutzen, dass ich einfach so ein bisschen die Ordnung in diesem Zimmer herstelle, bevor die Unordnung komplett überhand nimmt. Und daher nehme ich mir halt die paar Minuten Zeit und eigentlich geht es auch relativ flott. Also es sieht meistens schlimmer aus, als es ist, gerade im Kinderzimmer wegen den ganzen Kleinteilen. Aber da bin ich halt auch wirklich ein Fan von diesem Trofast-System, weil man halt die Kleinteile auch schnell sortiert bekommt in diesem Regal und es halt direkt ein ordentliches Bild ergibt. Ja, es sind ein paar Minuten und danach ist aber auch schon das Zimmer eigentlich wieder relativ vorzeigbar. Und ich kann in die Küche gehen und schon mal meine erste Speise zubereiten. Und zwar habe ich mir für heute vorgenommen, Porça zu machen. Das sind so türkische Teigtaschen, gefüllt mit Schafskäse und Petersilie. Und eigentlich ist das Rezept ganz simpel. Man muss eigentlich nur alle Zutaten zusammenmischen und zu einem schönen weichen Teig verrühren. Eventuell noch etwas Mehl dazugeben, sodass der Teig halt nicht zu klebrig ist, aber er darf halt auch nicht zu trocken oder zu hart werden. Also der muss wirklich schön weich wie Knete werden. Ich habe mich für das Rezept entschieden, weil meine Mutter und meine Tante eine lange Busfahrt vor sich haben. Die fahren nämlich in eine andere Stadt und da dachte ich mir, wäre das doch ganz gut, dass sie sich das Porça dann halt auch mitnehmen können für die lange Fahrt und dann halt etwas zu essen dabei haben. Also ich finde Porça immer ganz generell also richtig gut für unterwegs, weil es halt, wie gesagt, Teigtaschen sind. Man kann die aber auch gut vorbereiten. Ich mache die halt auch gerne irgendwie zum Grillen, zum Buffet oder wenn wir picknicken gehen oder sonst irgendwie. Also es ist halt eigentlich immer ein ganz gutes, schnelles Rezept und es schmeckt ganz gut und man kann halt auch richtig viel rausholen. Also theoretisch ist es auch relativ günstig, weil die Zutaten nicht wirklich teuer sind. Es ist halt nur etwas arbeitsintensiv, was das Wickeln und so betrifft. Und ich muss sagen, ich habe zwei linke Hände, was so
das Einwickeln von Teigtaschen und sowas betrifft, aber ich muss sagen, mit der Technik hier bei diesem Porsche ist es gar nicht so wild, weil es am Ende gar nicht auffällt, ob man da jetzt so fingerfertig ist oder nicht. Nun gut, also ich bin jetzt erstmal fertig in der Küche. Der Teig muss jetzt etwas ruhen. Ich habe jetzt auch nochmal alles sauber gemacht. Das ist auch ganz wichtig, natürlich dann die Küche immer ordentlich zu hinterlassen. Die erste Wäsche für den Tag ist auch schon durch und ich mache jetzt mal den Trockner an und weiter geht's. Ich habe jetzt eine gute Stunde Zeit zum Arbeiten und versuche die jetzt auch effektiv zu nutzen, bevor es dann auch schon wieder in die Küche geht. Und dann mache ich jetzt schon mal die ersten Vorbereitungen. Das heißt, ich räume jetzt erstmal den Backofen leer. Da haben wir nämlich unsere ganzen Backformen und so gelagert, damit ich den Backofen erstmal soweit vorheizen kann für die Teigtaschen. Und ich lege auch schon mal das Backblech aus mit Backpapier. Ich habe heute noch zwei weitere Gerichte geplant, die ich machen möchte. Wie gesagt, das Porridge habe ich mir halt gedacht, dass das ganz gut ist. Die Kinder essen das halt auch ganz gerne so mal zwischendurch und halt, man kann es halt auch gut zum Frühstück essen. Aber ich dachte mir, das möchte ich halt gerne machen, damit meine Mutter und meine Tante halt was für unterwegs haben. Und genau, da möchte ich aber trotzdem auch noch eine warme, vernünftige Mahlzeit sozusagen zubereiten zum Abendessen. Ja, ich mache jetzt erstmal den Feta-Käse klein. Packe dazu dann auch noch die Petersilie. Ich habe jetzt erstmal die, die jetzt noch aufzubrauchen ist, aus dem Tiefkühlfach genommen. Dann mache ich jetzt auch noch etwas Eigelb und Milch fertig, die ich dann zum Bestreichen der Teigtaschen brauche. Der Teig ist wunderbar aufgegangen. Schaut euch den an. Der geht jedes Mal so gut auf. Also ich bin echt begeistert und ich habe wirklich, also ich bin überhaupt kein Spezialist, was so türkische Backwaren und so betrifft. Also die Türken haben ja wirklich viele leckere Teiggerichte und ich bin da eigentlich so gar nicht firm drin, aber dieses Rezept gelingt echt immer. Also ich bin da wirklich begeistert und man kann die halt auch mit Kartoffeln befüllen oder mit Hackfleisch oder so, aber Käse geht halt immer am schnellsten und haben wir auch eigentlich immer vorrätig da. Also ist halt auch immer ein Rezept sozusagen, wo wir eigentlich alles immer da haben, was man dann halt schnell spontan machen kann. Vor allem, wenn sich so ein paar Leute mehr anmelden und die vielleicht auch nicht zum Essen kommen möchten oder so, aber man doch irgendwie was für den kleinen Hunger so zum Snacken da haben möchte, da eignet sich das auf jeden Fall schon. Und das Gute ist, man muss das halt nicht zwingend ausrollen. Man kann theoretisch auch die einfach mit der Hand so ein bisschen egal aufrollen, wie ihr seht. Das muss jetzt hier nicht alles irgendwie schön nach Maß sein oder ausgestochen oder so, sondern man faltet einfach die ganzen, ja, das ist wie so ein Päckchen zusammen und rollt es ein, aber am Ende, wenn es dann halt aus dem Backofen kommt, dann sieht es trotzdem ganz in Ordnung aus, außer das Exemplar, was ihr hier gerade links sieht, das war jetzt natürlich nicht so schön, aber ich meine bloß, das verzeiht das Einwickeln, man braucht da nicht wirklich irgendwelche bestimmten Fähigkeiten oder besonders, ja, gute Fingerfertigkeiten oder so, die gelingen echt gut. Nun gut, jetzt habe ich aber genug die Porchas gelobt. Das Rezept habe ich auch übrigens hier irgendwann mal bei YouTube gefunden. Ich weiß leider nicht mehr, von wem ich das Rezept hatte, weil ich bin hier so viele Rezepte durchgegangen und habe da alle möglichen ausprobiert. Und das war das einzige Rezept, was dann am Ende gut funktioniert hat. Ja, auf jeden Fall war das heute echt ein sehr produktiver Tag, wie ich finde. Ich habe sehr, sehr viel geschafft, eigentlich gemessen an der Zeit. Mehr als ich so an manch anderen Tagen schaffe. Also es ist schon komisch, warum man an manchen Tagen wirklich so super produktiv ist und so, so viel schafft und an anderen Tagen hat man das Gefühl, irgendwie den ganzen Tag zu machen und schafft so gar nichts. Aber heute war auf jeden Fall ein sehr produktiver Tag und ich mag das auch, weil ich dann am Ende des Tages auch richtig so ein Erfolgsgefühl habe, dass ja, heute habe ich echt viel geschafft und das macht dann am Ende des Tages ja auch irgendwie glücklich. Ja, 20 Minuten später sind die Porchas auch schon fertig. Ich habe die, glaube ich, gar nicht die nochmal gefilmt, wie die dann aussehen, wenn die dann so ganz bereit sind zum Verzehr, weil ich finde, die dunkeln dann auch noch immer noch nach und werden dann halt so richtig weich wie so Milchbrötchen sozusagen. Dann, wenn die abgekühlt sind. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall wasche ich natürlich jetzt auch direkt alles ab, was ich benutzt habe. Ich möchte natürlich immer die Küche auch in einem ordentlichen Zustand hinterlassen. Mache ich allgemein so, wenn ich koche, aber mache ich natürlich auch dann erst recht so, wenn wir dann auch noch Besuch in Kürze erwarten. Aber bevor ich Besuch empfangen kann und hier weitermachen kann, muss ich vor allem gleich auch die Kinder abholen. Ich wollte jetzt erstmal nur die Teigtaschen soweit fertig machen, weil ich mag nicht, wenn der Backofen an ist und die Kinder hier rumrennen und so.
das ist mir irgendwie nichts. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal die Teigtaschen fertig bekommen, bevor ich die Kinder jetzt noch aus der Kita abhole. Und ja, habe dann jetzt auf jeden Fall erstmal so den ersten Schwung an Arbeit und da auch der Haushaltstätigkeiten heute geschafft. Die Küche ist soweit fertig und ich war so produktiv, ich fasse es selber nicht, was heute mit mir los ist. Auf jeden Fall habe ich noch eine Wäsche gewaschen, zusätzlich zu meiner täglichen Waschmaschine. Und auch die Wäsche ist jetzt aufgehangen. Als nächstes packe ich jetzt meine Sachen zusammen und mache mich auf den Weg, die Kinder abzuholen. Und hier in diesem Schrank haben wir übrigens alle möglichen Accessoires drin. Also meine Taschen, Jacken, Mützen, Schals und so weiter, die sind alle hier in diesem Schrank. Und dann kann ich auch schon losgehen und endlich meine Kinder abholen. Die Kinder sind eingesammelt, wir haben noch auf dem Weg kurz Halt gemacht bei einer Eisdiele und haben uns noch ein Eis gegönnt. Und nun machen sich die Kinder ans Händewaschen und spielen und ich kann jetzt noch in der Küche weiterkochen. Und zwar das nächste Gericht, was ich heute Abend servieren möchte, also eigentlich das Hauptgericht für heute. Und dann habe ich eigentlich so ordentlich was geschafft heute, muss ich wirklich sagen. Ich bin selber beeindruckt. Also ich glaube es manchmal selber nicht, wie viel man da wirklich doch so an einem Tag unterkriegen kann. Es war echt ordentlich durchgetaktet, aber ich finde, das zeigt sich dann halt auch wieder, wie viel Struktur tatsächlich ausmacht. Also wenn man so unstrukturiert und planlos in den Tag geht, dann bleibt doch einiges auf der Strecke. Und wenn man aber irgendwie so seinen Tag so durchtaktet und ja so eine Idee hat, was man eigentlich zu tun hat und wann man was am besten macht und das so ein bisschen organisiert, dann kann man da wirklich viel in so einen Tag unterkriegen. Ja, ich staubsauge jetzt auf jeden Fall auch noch schnell. Das Essen brutzelt noch vor sich hin und dann ist auch gleich schon, ja, wird es gleich auch schon an der Tür klingen. Von daher möchte ich mich jetzt auch an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls wenn ja, freue ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen, ein Abo oder einen Kommentar. Wie gesagt, das unterstützt auf jeden Fall meinen Kanal. Schaut auch gerne auf meinem Etsy-Shop vorbei, falls ihr Interesse habt an Fly-Lady-Checklisten oder Haushaltscheck-Listen oder halt auch, wenn ihr irgendwelche Produkte braucht, die ihr hier in meinen Videos gesehen habt, dann könnt ihr auch gerne in der Amazon-Ideenliste bei mir in der Infobox vorbeischauen und dort euch noch inspirieren lassen oder halt die Dinge finden, die ich benutzt habe. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Das Essen geht jetzt in den Ofen. Es hat köstlich geschmeckt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!